So, willkommen zurück zum zweiten Teil. Das Aufbau- und Setup- und Tipps-Video. Wir setzen heute den Paramotor von Hobby King zusammen. Versuchen ihn so weit fertig zu machen, dass wir quasi das erste Mal fliegen können. Und ich versuche einige Sachen irgendwie zu erklären. Alles das, was ich hier weiß, weiß ich aus anderen Videos, unter anderem von RC Air Adventures. Dort wird das allerdings alles auf Englisch erklärt und ich versuche euch das quasi hier auf Deutsch nochmal näher zu bringen. Falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen euch wiederzugeben. Ihr wisst, Fehler passieren immer wieder mal. Seid mir nicht böse. Ich versuche es möglichst gut zu erklären. So, ich habe hier alles mal soweit vorbereitet. Das ist quasi die Gondel. Den Schirm habe ich noch weggepackt. Den zeige ich dann euch hier nach. Was brauchen wir denn eigentlich so an Werkzeug? Also es ist weder eine Anleitung dabei noch Werkzeug, das solltet ihr wissen. Die Anleitung, ich weiß gar nicht, ob es einen Download gibt auf der HobbyKing-Seite, muss ich nochmal gucken. Es ist aber nahezu selbsterklärend. Wir schrauben jetzt einmal auseinander, wieder zusammen und dafür brauchen wir letzten Endes einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen Imbus, einen Vierer, einen Zweieinhalber, einen 1,5er, dann habe ich hier noch einen, ja, für die Muttern, einen, quasi einen Propschlüssel, also einmal für die 5, M5 und dann einmal für die M3 Muttern. Und ja, ein Seitenschneider ist auch nicht schlecht, weil wir haben dann noch hier die Zip-Ties, die wir dann abknipsen müssen. Ich hoffe, das müsste reichen, um das Teil hier zusammenzusetzen. Es ist fast alles fertig. Wir müssen eigentlich nur zusammenschrauben. So, ich melde mich gleich, wenn ich quasi den ersten Schritt hinter mir habe und erkläre euch, was ich gemacht habe. So, im ersten Schritt habe ich das hintere Landegestell montiert. Quasi jetzt kann unser Wagen rollen und landen. Das Ganze ist recht massiv. Man muss hier die vier Schrauben lösen, die Muttern rausnehmen, das Plastikteil abnehmen, den gewinkelten Draht hier reinlegen und wieder festschrauben. Damit klappert dann auch nicht mehr diese ESC-Halterung hier an dieser Stelle. So, in diesem Schritt haben wir den
den Halter für den Motorschutz montiert. Dafür haben wir den Motor abgenommen. Das heißt, hier diese vier kleinen Schrauben gelöst und die zwei großen. Die zwei großen halten dann quasi den Schirmhalter hier, dieses große Aluteil. Daran wird der Schirm eingehangen und das mit Hilfe dieser U-Halter. Ja. Guck mal hier. Die werden dann hier montiert. Darüber hier sind noch mal ein zweites Paar Löcher an der Seite. Darüber kann man dann gegebenenfalls den Schwerpunkt auch noch ändern. Letzten Endes ist der Schwerpunkt immer genau dort, wo der Halter ist. Und dafür sollte es dann so sein, dass die Gondel, wenn der Wagen beladen ist und am Schirm hängt, immer leicht nach vorne, nach oben zeigen sollte. Niemals sollte er nach unten zeigen, das wäre an der Stelle falsch. Und wir können das jetzt mal kurz zeigen hier. Also hier wäre er jetzt quasi schön in Waage, so wie er sein sollte. Genau, hier wird dann quasi später noch die Empfängerkomponenten dran verbaut. Ich zeige euch jetzt noch den letzten Schritt. Und dafür montieren wir quasi diesen Halter hier und hoffentlich so, dass er gut hält. Dafür gucken wir, dass die Öffnungen hier reinpassen. Da ist so eine kleine Nut und die sollte dort sein, wo die Löcher aus sind. Das Ganze drückt man so ein bisschen fest und das an allen vier Seiten. Also am einfachsten geht es, wenn man, während man es draufdrückt, so ein bisschen auseinanderdrückt, dann geht das wunderbar auch stramm in die Ausbuchtung. Ich kann jetzt langsam in schwitzen. So, bei den Zipties gibt es den ersten Trick bzw. Hinweis. Montiert dieses Nupsi auf die Innenseite, damit gegebenenfalls der Gleitschirm, die Seile nicht daran hängen bleiben an diesem Nupsi. Das hilft. So, und da habe ich vorhin vergessen, eine Zange ist natürlich auch super, damit könnt ihr die besonders festziehen. So, das macht ihr auf allen vier Seiten. Ihr könnt den Propeller theoretisch schon montieren. Ich würde euch aber empfehlen, zu warten, bis ihr das RC-Setup fertig eingestellt habt. Sonst kann es halt schnell mal zu Unfällen kommen und ein Finger ist ab. Wichtig ist, die Seite, die hier, wo 10,47 drauf steht, muss nach vorne zeigen, weil er in die Richtung im Endeffekt die Luft drückt. Und dann ist es auch noch so, er müsste sich in diese Richtung drehen. Das heißt also, die gewölbte Seite muss sich auf die rechte Seite drehen. Das heißt also, wenn ihr den Motor testet, müsst ihr das Ganze einmal
testen, ob er dann auch in die richtige Richtung dreht. Ja. Testet auch, ob der Motor frei dreht. Das ist recht schwergängiger Motor, weil es ein sehr starker, schwerer Motor ist. Also nicht wundern, das ist kein Vergleich zu so einem leichten Coptermotor. Starke Magnete, die hier aktiv sind. So, das heißt, wir können jetzt theoretisch dann als letztes noch den Empfänger montieren, beziehungsweise auch die Servoarme. Dazu machen wir Folgendes, wir zentrieren die Servos und das mache ich am besten direkt am Empfänger. Ich habe nun einmal den Empfänger schon mal in der richtigen Reihenfolge angeschlossen. Bei mir ist jetzt auf den Kanal 1 das Throttle Gas bzw. Der ESC. Den kann ich dann hier über den linken Stick steuern bei mir. Also ich fliege dieses Mode 2 im Endeffekt. So, dann ist es so, dass ich die beiden Servos auf Kanal 2 und 3 habe. Und da ist es so, den in meinem Menü ist der Aileron auf Kanal 2, das wäre quasi der linke Servo, wenn man jetzt das von hinten guckt. Und der Elevator auf Kanal 3. Ihr müsst nur gucken, dass die sich dann in der richtigen Reihenfolge bewegen. Also wie das jetzt benannt ist und so weiter, ist relativ egal. Und auch die Reihenfolge ist egal, wie ihr es dann bei euch anschließt. Wichtig ist nur, wenn ich den linken Stick rüber drücke, dass dieser Servo komplett runter sich bewegt und wenn ich den nach rechts drücke, dieser Servo. So, dann ist es wichtig, dass wenn das kommt dann durch den Mixer beziehungsweise dass diesen kleinen elektronischen Baustein von Hecker, den ich euch empfehle, wenn ihr das mit dem Mixer vermeiden wollt, der sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr runterzieht, dann beide Servos runterdrückt. Wichtig ist, kein Servo bewegt sich hoch, die bewegen sich nur runter. So, wenn wir jetzt den Servo anschließen, wollen wir ja möglichst die Arme gleich weit weg haben. So, das heißt, ich schließe erstmal den an, ich habe keinen Propeller dran. So, und an der Stelle kommt jetzt dieser Arm ins Spiel. Und der wird jetzt hier an die Seite montiert und man hat hier jetzt, ist schwierig zu zeigen, ich versuche das aber mal. Wir haben hier circa, ja, kriege ich das vielleicht so ein bisschen gezeigt. Ich würde mal sagen, 5 mm über dem Arm ist das Loch montiert. Also, ich zeige es hier nochmal von der Seite, ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Also circa 5 mm schaut das oben drüber und dafür würde ich jetzt quasi den ersten Arm festschrauben. Da brauche ich den Kreuzschlitzschraubenzieher hier. So, und dann habe ich hoffentlich nicht die zweite Schraube versemmelt. Nein, die ist hier. Ihr seht, der Arm bewegt sich jetzt schon runter. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Und dort ist es jetzt so, ihr versucht das möglichst gleich hinzukriegen. Wenn das jetzt nicht passt, stellen wir das bei uns in dem in der Trimmung von der Fernsteuerung ein. Das heißt also, ihr wollt möglichst gleiche Ausschläge. So, und dazu sehe ich, also bei mir ist das jetzt leicht verschoben. Ich gucke mal, ob ich das hier irgendwie so ein bisschen euch zeigen kann.
So, ihr seht, also die sind leicht unterschiedlich und das versuche ich jetzt dadurch einzustellen, dass ich an meiner Fernsteuerung die Wege der Servos ändere und dazu den Mittelpunkt anpasse. Also bei mir ist der Servo, der zu weit hoch geht, der Servo 3 und da kann ich jetzt das sogenannte PPPM Center anpassen. Und das mache ich jetzt hier, indem ich hier einfach mal hier so ein Rohr durchmache. Beziehungsweise habe ich irgendwas, was da gut durchpasst. Irgendwas Stabiles. Ja. So ein Stab. Damit kann ich das relativ gut dann sehen, ob die auf einer Höhe sind und ich passe jetzt quasi dieses PPM Center an und ihr seht, wie sich der die eine Seite bewegt und ich gucke, dass die jetzt quasi auf einer Höhe sind. Also bei mir ist jetzt quasi ein Servo nicht bei 1500 in der Mitte, sondern bei 1474. Und jetzt von der Bewegung her seht ihr, dass der sehr, sehr weit runter geht. Ich glaube, man braucht fast gar nicht so weiten Weg. Allerdings umso weiter, umso besser. So, und jetzt gucken wir nochmal, ob die Servos hier gleichmäßig sind. Und das sieht gut aus. Also. Hier passen jetzt die Servowege. Im nächsten Schritt stellen wir noch die sogenannte Motorbremse ein. Bei mir ist es so, ich habe den auch laut Anleitung quasi den Motor auf einen Schalter gelegt, so dass er nur Gas geben kann. Also wenn ich diesen Schalter runtergeschaltet habe, jetzt kann ich Gas geben. Und jetzt passiert nichts. Das heißt, hier auf diesem Kanal wird quasi minus 100% für diesen Kanal mitgegeben. Ich zeige euch das Ganze gleich mal dann auch in den Mixer-Einstellungen. Da kann man das ein bisschen besser sehen von den Einstellungen, was man da so machen kann. Ihr braucht sowas nicht unbedingt. Es ist aber praktisch, wenn man einfach den Motor quasi auf einen Safe-Schalter haben kann, dass er nicht irgendwie aus Versehen hier losgehen kann. Ne? Das ist gerade bei so einem großen Propeller kritisch. Was ihr vielleicht noch braucht, oder das hatte ich auch gesehen, bei dem Motor bzw. bei dem ESC ist keine Motorbremse aktiv. So eine Motorbremse sorgt im Endeffekt dafür, dass der Propeller abgebremst wird und nicht weiter dreht. Das ist auch unter anderem gut, wenn ihr gleiten wollt, beziehungsweise wenn ihr gelandet seid, dass er nicht noch weiter dreht, auch wenn ihr das Gas runtergezogen habt. Das ist wie so eine Motorbremse an der Stelle. Wie schaltet ihr das Ganze ein? Ihr macht auf eurer Fernsteuerung Vollgas, ihr macht den Propeller ab und dann hört ihr so eine gewisse Signalfolge. Das mache ich jetzt einmal. So, und dann kommt ein Ton. Ach so. Ja, passiert natürlich nichts, weil ich hier meine Motorbremse aktiv habe. Das heißt also, ihr legt den Schalter nach oben auf Vollgas und programmiert damit den ESC. So, also nach dem zweiten Mal sollte das jetzt funktioniert haben. Das heißt, ihr habt die Signaltonhöhe gehört. Es ist schwierig zu erklären. Ihr probiert es einfach aus. Ich habe jetzt quasi wieder. So. Telemetry lost. Telemetry recovered.
Also ihr merkt, die Bremse ist drin. Wenn ich vom Gas gehe, haben wir hier eine Motorbremse. So. Damit haben wir quasi alles, was für die Gondel ist, fertiggestellt, alles eingestellt, was einzustellen ist. Und ihr könnt jetzt quasi den Empfänger noch montieren. Das mache ich dann gleich noch. Und wir gucken uns gleich mal an, was wir am Schirm alles machen müssen. So, ich zeige euch noch ganz kurz, wie ich den Empfänger montiert habe. Also einmal hier mit doppelseitigem Klebeband. Das waren so drei Lagen, die ich da benutzt habe. Hier einmal rum und für die Empfangsantennen von diesem X8R hatte ich so einen 3D-Druckteil eh schon gehabt. Von daher, die kann man dann wunderbar hier an den Seiten rausschauen lassen für perfekten Empfang. Kabelbinder noch dran, damit das hinter dem Servo schön vorbeigeht. So, und letzten Endes zeige ich euch noch mal ganz kurz die Funktion. Also, ihr hört. So, wenn der nicht vom Ton her nicht hoch geht, sondern so wie jetzt runter, dann ist die Motorbremse an. So, ihr hört das auch, wenn der Motor abgebremst wird, dass er dann wieder aufhört. Genau, und hier kann man jetzt die Arme sehen, wie sie runtergehen. Schön sanft. So, wunderbar. Also das ist jetzt quasi alles fertig. Es müsste eigentlich nur noch der Schirm ran und es kann ab in die Luft gehen. Ich zeige euch gleich, was beim Schirm alles passiert. Bis gleich. So, im nächsten Schritt kümmern wir uns um den Schirm. Und dafür braucht ihr einen Stift. Damit markiert ihr nämlich einiges und ihr braucht irgendwie einen Zollstock, Maßband, mit dem ihr exakt 649 mm abmessen könnt. Das sind die zwei Teile, die wir jetzt noch benötigen. Und als allererstes werden wir uns anschauen, wo denn eigentlich vorn und hinten ist bei diesem Schirm. Und zwar bei diesen Reißleinen gibt es eine Vorder- und eine Rückseite. So, die Vorderseite ist diese Seite hier, wo nicht zwei Ringe dran sind. Das heißt, das ist die Vorderseite. So, und dann ist es wichtig, wenn ihr den Schirm euch so aufspannt, dass ihr die richtigen Seiten auch noch habt. Also ich nehme die beiden Reißleinen und ziehe jetzt einmal durch die Hand den Schirm und dann kann man den so wunderbar zusammenfalten und ihr merkt, dass quasi hier so eine Verdickung vorne dran ist, also wie so eine Tasche. Das ist die Vorderseite von dem Schirm und da, wo das Logo ist, ist die rechte Seite, wenn man von hinten drauf guckt, beziehungsweise die linke Seite, wenn man von vorne auf den Schirm drauf guckt. So, und genau das von vorne werde ich nämlich mir jetzt auch markieren, weil so muss er ja auch an die Gondel montiert werden. So, ich nehme jetzt meine beiden Reißleinen, ich fahre das jetzt nochmal hier zusammen und wenn wir jetzt quasi wenn ich von vorne auf den Wagen drauf gucke, die linke Seite, das ist diese hier. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man hier nichts verkuddelt. So, und dann sollte das eigentlich passen? Genau, das ist hier die linke Reißleine. Und da mache ich mir jetzt auf die Vorderseite mit meinem Stift ganz einfach einen L dran. So, das male ich jetzt hier einfach mal drauf. In den anderen Videos zeigen sie, machen sie einfach nur einen Strich, aber ich weiß dann immer noch nicht, welches die linke und die rechte Seite ist. Deswegen mache ich mir jetzt einfach hier ein L drauf. Und weiß, dass das quasi, wenn ich auf den Wagen drauf gucke, ich zeige es euch nochmal, wenn ich auf den Wagen drauf gucke, das ist die linke Seite, ich gucke von vorne drauf, da muss das eingehangen werden.
So, und auf der anderen Reißleine male ich mir einfach einen R vorne auf die Vorderseite, ne? Also hinten, wo dieser Haken ist, das ist die Rückseite, hier ist die Vorderseite. Und dann mache ich mir hier noch einen R drauf. So. Damit habe ich mir die Seiten schon mal markiert und was wo hin muss. Man sollte darauf achten, dass nichts verkuddelt ist. Ruhig mal den Schirm so aufspannen, dann passt das eigentlich ganz gut. So, und im zweiten Schritt müssen wir jetzt die sogenannten Bremsleinen, da ist jetzt auch Break dran, entsprechend markieren, wo der Nullpunkt ist bei diesen Leinen. So, und dafür brauchen wir dann auch unser Maßband. Jetzt mache ich mal ein bisschen Platz. Also ich nehme wieder hier den Schirm, fasse ihn möglichst schön zusammen, dann braucht er nicht so viel Platz. So, habe hier meine beiden Reißleinen. Jetzt nehme ich die erste Reißleine und dort ist ein Seil, was mit Fake bezeichnet ist. Das kuddel ich mir hier einmal raus. Da ist eine kleine Schlaufe dran, die brauchen wir dann nicht mehr. Ach nee, andere Richtung. So. Genau. So. Wir legen uns das vor uns, damit wir das nicht verkuddeln. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung bei dem Ganzen, bei so einem Schirm, nichts zu verkuddeln. Und dann geht diese Reißleine bis zu einem Knoten hier an dieser Stelle. So, dieser Knoten ist der Verteilpunkt. So, von diesem Knoten an müssen wir 649 mm abmessen. So, und das tun wir jetzt einmal mit unserem Maßband. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollte es in etwa in der Nähe dieses Aufklebers sein. So, das heißt, also wir gehen hier einmal dran. Auf der anderen Seite, dort wo 649 ohne Spannung ist, machen wir quasi einen Strich auf beide Seiten. Also hier färben wir das ein. Dort werden wir dann den Nullpunkt damit markieren. So, wir montieren hier einmal jetzt den Schirm und dafür legen wir einmal den Haken hier rein, schieben die Schraube hier einmal durch. Festschrauben. So, und dann sehen wir hier, dass die sogenannte Bremsleine hinten rauskommt. So soll es sein, genau. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. So. Damit haben wir unseren Schirm an der Gondel eingehangen und ihr seht, er hängt bombenfest. Und im letzten Schritt müssen wir jetzt die sogenannten Bremsleinen montieren und das Ganze per Knoten an unseren Servoarm. So, ich habe schon ein bisschen vormontiert und zwar letzten Endes das Seil hier einmal durchgeführt, die Bremsleitung so, dass die schwarze Markierung etwas weiter hier oben ist und da habe ich hier schon mal einen ersten Knoten gemacht. Wir werden gleich noch einen weiteren Knoten näher ran machen, das zeige ich euch gleich. Das habe ich hier jetzt alles montiert und damit ich das jetzt justieren kann, benötige ich einmal den Nullpunkt der Servos, also das, was wir eben eingestellt haben. Also wenn wir sehen hier, damit wird diese
Bremsleine bewegt. So, und das quasi ist jetzt der Nullpunkt. Und beim Nullpunkt möchten wir Folgendes erreichen. Und zwar, diese schwarze Markierung soll an dieser Stelle bleiben. So, und ich finde, dafür gibt es einen ganz einfachen Trick. Man nimmt sich einfach mal ein Klebeband. Streifen. Dann wird das Ganze nämlich deutlich leichter. Also einfach den Klebebandstreifen so drüber legen, dass die schwarze Markierung auf diesen Ring sich befindet. Ich hoffe, ihr seht das. So, und jetzt müsst ihr gucken, leicht schräg außen wird das Seil bleiben und so müssen wir das quasi jetzt spannen. Das heißt also hier 30 Grad oder so muss der Knoten dann sich befinden. Ich habe das jetzt hier festgehalten, mache jetzt hier nochmal eine Schlaufe. An den Enden hinter dem Knoten macht ruhig eine Schlaufe, damit das Seil quasi sich nicht im Propeller verhängen kann und ihr es bei Bedarf auch wieder lösen könnt, um das Seil nochmal gegebenenfalls anzupassen. So, den Aufkleber entferne ich hier gerade noch. So, und damit habt ihr jetzt quasi die Bremsleinen eingerichtet und damit auch den letzten Schritt getan. Wenn ihr einen Mixer habt, dass ihr fliegen gehen könnt. Im nächsten Video werde ich euch dann noch quasi zeigen, wie das Ganze, wie der Paramotor tatsächlich auch fliegt, wie man ihn startet und wenn ihr bis dahin Fragen habt, einfach melden, in die Kommentare schreiben. Ich versuche alles mit aufzunehmen bzw. direkt zu beantworten. Danke euch, bis dahin, tschüss!